Sattler, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einer weiteren chilligen Folge der Icarus Beta 5. Ja, letzte Folge haben wir den kleinen Kasten hier gebaut, unseren Betonhochofen. Den brauchen wir, um Stahl zu machen, weil wir das ja brauchen, um hier hinten unseren Biosprit-Komposter zu machen. Ne? Der braucht ja Steel Screws und für die brauchen wir nun mal Stahl. Ne? Das heißt, ich bin losgezogen, hab uns hier nochmal ein bisschen Eisenerz gesammelt und Kohle und so, ja. Denn wir müssen ja, was hier drin? Wo mussten wir jetzt nochmal den, genau, hier. So. Wie viel können wir machen? Maximum 26, das machen wir jetzt auch mal, einfach, ja. Rupp, gucken wir, wie lange das dauert. Dann können wir 26 Stahlbarren herstellen. So, wir brauchen für den Kollegen hier, brauchen wir 20 Steel Screws. Jetzt ist die Frage, das heißt, wir brauchen 20. Boah, das ist verdammt viel, ne? Die brauchen wir auch schon alle. Holy moly. Und dann müssen wir den Rest noch zusammenkriegen, ne? Die Eisenbarren, den Kupferbarren, Betonmischung. Und na, das wird lustig. Und dann haben wir das nächste Ding hier stehen, wofür wir keinen Platz mehr haben. Weil das Haus wollten wir auch noch erweitern, ne? Es ist echt, wie ich schon sagte, ein Rattenschwanz hier. Du kommst zu nichts und es dauert und dauert und dauert, ne? So ist das leider. So, gucken wir mal. Steel Broom, Precursor Mixture for Iron Ore and Coal. So. Haben wir sie jetzt alle 10 Stückchen? Ne, ich habe das, glaube ich, ausgemacht, ne? Kann das sein? Da ist noch eine. Lass mal gucken, kommen da mehr jetzt noch? Gib mir das Zeug mal. So, was konnten wir jetzt hier machen? Hier unten ist Steel Ingots. Wie viel können wir da jetzt machen? 12 Stück. Aktivieren, requires fuel. Guck, der braucht auch noch ein bisschen. Da tue ich jetzt aber Holz rein. Das ist mir egal, da kommt Holz rein. Da kommt kein, können wir Holzkohle da rein tun? Lass mal gucken. Ah, ich weiß, wir sind überlastet. Holzkohle geht leider nicht. Kohle, Fasern, Stöcke oder Holz. Na toll. Buh. Wendy Testerburger, buh. Haben wir noch irgendwo Holz? Da sind 50. Weil die Kohle, die brauchen wir für das andere Zeug. Aktiviere mal 12, das heißt, jetzt können wir noch 8 hier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Ich sagte 8. Habe ich wieder auf Maximum gedrückt, ne? So, die brauchen wir noch. Dann haben wir noch ein bisschen übrig. Dann können wir gucken, was wir brauchen, um weiterzumachen. Können wir mal gucken, was wir für eine Steel Pickaxe brauchen und so weiter. Dann kommt ja wieder mehr raus, ne? Aber das lassen wir da mal. Der müsste eigentlich von alleine durchlaufen. Könnten wir jetzt direkt gucken. War ja bei Rang 2, ne? Steel Pickaxe, die braucht halt auch 6 Stück. Das ist, boah, das ist so viel. Das ist so viel. Suitable for mining stone and metal. Aber wenn wir das haben, könnten wir direkt bei Rang 3 hier hingehen. Und die machen, weil die braucht 12 Platinblöcke. Dann könnten wir nochmal in unsere Höhle hier vorne tauchen. Und, Platin-Zeug holen, ne? Weißt du was, das mache ich jetzt auch. Wir brauchen garantiert die Stahl-Pickaxt, um das Platin abzuhacken, wetten wir. So, können wir denn hier einfach so Platin einschmelzen? Platin-Block, Platin. 5 Stück, okay, siehst du? Das ist nämlich hier, ne? Stahl ist nur so der Übergang, bis du dann das andere Zeug hast. Hm, da kommt sogar noch Holzkohle raus, oder was? Nö. Macht die denn hier drin dann? Naja, was soll's. Was soll's. Brauchen wir da mehr als ein? 1, 1. Ne, die 12 haben wir schon. Okay. So, wir haben ja hier die anderen noch gemacht. Die 8. So. Hier rein. Spät ist auch schon. Gehen wir ja, ne? Ja, die 8 hier rüber. Jetzt müssten die anderen 8 noch gemacht werden. Können wir schon mal gucken, was wir sonst noch dafür brauchen. Eisenbahn haben wir 8 Stück hier. Wir brauchen Kupferbahn und Eisenbahn noch. Kupferbahn sind hier, Eisenbahn sind hier. Müsste eigentlich passen. Rein, rein. Jawohl. Es fehlt noch die Betonmischung. 10 Betonmischungen. Dafür brauchen wir mal wieder Baumharz, Steine und Siliziumdioxid. Ach, wie immer. Wie immer. Haben wir das hier irgendwo? Baumharz haben wir da noch. Das ist Stein. Das ist alles Schwefel, den brauchen wir nicht. Die Stöcke könnten wir nehmen. Hier haben wir Steine. Da ist noch ein Eisenerz. Da ist noch was Kohle. Da brauchen wir nichts von. Aber ja, nichts.
Wie sieht's hier aus? Stöcke. Stöcke. Stöcke, Stöcke. Da mache ich jetzt alles Silizium als Baumharz draus. Ist mir egal. 2 Siliziumdioxid. Wow. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Nochmal gucken. Steine haben wir draußen genug. Baumharz können wir jetzt gerade machen hier. Bitteschön, Baumharz. Mach mal Maximum. 100 Stück. Kannst du herstellen, ist mir egal. Dann haben wir das endlich. Hier haben wir die 20. So, und wir brauchen jetzt nicht 1-1, sondern nochmal 2-1 oder so. Er braucht wie viele? 20. Das heißt, wir können genau 20 machen. Bitte herstellen. Halt, 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 halt. Abbrechen. Wusste ich ja nicht, dass da 100 rauskommen. Uiuiui. Uiuiui, gib mir die her. So, jetzt habe ich sie alle verbraucht, ne? Wetten wir? Wetten wir Eisen? Ja, klar. Ärgerlich. Steel Reaver, Biofuel Drill. Brauchen wir nicht, haben wir doch schon. So, das heißt, hier fehlt jetzt nur noch die Betonmischung. Wir haben 19:38 Uhr, ist ein bisschen spät. Deswegen gehen wir mal schlafen. So. Heißt 7 Uhr morgens. Hier haben wir jetzt unsere 100 Baumharz. Dafür brauchen wir jetzt noch Steine sind draußen. Siliziumdioxid. Was anderes brauchen wir nicht, ne? Die sind fertig. Tu mal deaktivieren. Brauchen nicht für Holz und Kohlen laufen. So, trinken, essen. Brauchen wir auch alles. Nachher. Consume, consume. Und jetzt dürfen wir wieder uns die Tür vor den Kopf kloppen. Mann, Mann, Mann. Dürfen wir uns... Weißt du was? Wir versuchen jetzt erstmal gerade hier eine Steel Pickaxe zu machen. Machen wir das hier? Nein, das machen wir garantiert hier, ne? So, Eisen, Eisen... Steel. Steel Axe, Steel Pickaxe. 4 Epoxy brauchen wir dafür, okay. Epoxy war hier. Weil dann kriegen wir wieder mehr raus, ne? Epoxy braucht Schwefel. Schwefel war hier. So. 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Danke. So, die hier. Stell mal her. Klingeling, 130% Ertrag, okay. Plus 60 Abbauradius, plus 60 Abbauradius, gut. So, also wieder ein bisschen mehr. Die Stahlspitzhacke. Sehr gut, sehr gut. Die sieht ja schon nice aus. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier unser Siliziumzeugs herkriegen. Ne? Machen wir gerade hier an, es ist mir ein bisschen dunkel. Auch mal wieder einfach die Ränder ab. Das liegt ja hier überall rum. Gucken wir mal, eins finden. Oh, das wäre so schön, wenn hier ein paar Höhlen mehr wären, ey. Ich finde es echt ein bisschen wenig, muss ich sagen, was hier rumliegt. Schwefel brauchen wir gerade nicht. Da haben wir noch genug von. Hase, das ist wieder Oxid für Sauerstoff. Hier ist nix. Vorne ist auch nichts. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Mal, was hier los ist. Bitte keine Bären. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hier hinten ist gleich Ende. Dann sagt er wieder, wir verlassen das Gelände. Weil, wenn wir hier weiter langlaufen, dann kommen wir zur Base, wo wir beim letzten Mal waren. Ne? So. Was haben wir denn hier? Bäh! Haben wir es doch, oder? Siliziumoxid, jawohl. Sehr gut. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie hier, dass wir da mehr rausholen. Holen wir da mehr raus? Ich weiß nicht. Machen wir jetzt Gemüse weg hier, dass ich das aufsammeln kann. Ja, schlimm. So, noch eins. Und davon brauchen wir im Moment viel. Hier ist nix. Guck mal, warum kann hier zum Beispiel nicht noch eine Höhle sein? Wo Erze drin sind. Warum? Warum? Jetzt frage ich mich.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, sammeln wir jetzt das Silizium hier ein. Dann gehen wir vorne in die kleine Höhle und gucken, dass wir da irgendwie Platin rausholen können. So. Sehr gut. Dann können wir die nämlich 91 von 102, okay. Die sind schon voll. Holy moly, holy moly. So, ganz schön voll, du. Ganz schön voll. Da können wir eigentlich direkt wieder nach Hause gehen, weil kriegen wir eh nicht mehr eingesammelt. Gehen wir jetzt gleich nochmal in die Höhle. Hallo, ihr zwei. Ich lasse euch mal in Ruhe. Wir haben genug zu essen. Da ist auch noch jede Menge Siliziumoxid. Das ist gut zu wissen. So, Ausdauer. Her damit. Brauchen wir immer. Mann, 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 Mann. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert mit dem Craft Biofuel Drill da, was wir da dann jetzt wieder alles aufbauen müssen und sammeln müssen, um dann da hinzukommen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, das noch hinzukriegen. So. Das wird uiuiuiui. So, wir waren hier. Wir brauchten Beton. Ne? Genau. So, jetzt brauchen wir Stein. Der ist draußen. Gib mal her. Viel zu viel gesammelt da. So, lass mal gucken. Der Komposter, der braucht noch 10 Betonmischungen. Bringen wir die hin. 10. Würde ich gerne select a recipe. Bitteschön. 10 mal Beton. Warten wir kurz, bis das fertig ist. Und dann können wir schon unseren Komposter bauen, den wir keine Ahnung wohin stellen. Langsam komme ich nirgendwo mehr dran. Hier. Alles voll. Alles voll. So, 8. Dann kommt die 9. Und da haben wir die 10. Sehr gut. Das können wir da reinschmeißen. Jetzt hätte ich gerne hier den Biosprit-Komposter herstellen. So. Da ist das gute Stück. Wo tun wir den jetzt hin? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Riesenklopper. Nein, klein. Wir haben auch noch Glück, ne, dass die alle so klein sind. Die stellen wir jetzt so längs hier hin. Direkt neben uns. Immer schön, wenn man direkt neben einem Biokomposter schläft, ne? Rapidly decomposes organic matter into biofuel. So, was können wir denn hier reinschmeißen? Wir können da rohes Fleisch, Stöcke, gekochtes Fleisch, Holz oder Fasern. Wovon haben wir denn ganz, ganz viel? Dann würde ich mal sagen, Fasern hier. Schmeiß mal rein. Bitteschön. Und, ja, hier, Fasern. Warnung, erfordert ein Gefäß zur Aufnahme. Ach, da müssen wir jetzt erst so einen Kanister machen, ne? Dann müssen wir jetzt so einen Kanister machen hier. Der braucht 25 Eisenbarren, doch so wenig. Biofuel Can. Haben wir die noch irgendwo hier? Da ist nur Kupfer drin. Stein, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ach, bitte sag mir nicht, dass das jetzt fehlt. Da ist ein Eisenerz, da ist Kohle. Hier oben. Wir hatten das doch extra rausgenommen, ne? Dass das nicht so viel wird. Meine ich, da sind noch 17. Reicht das? Ich will nicht nochmal was sammeln gehen. Ich will nicht nochmal was sammeln gehen. Da doch nicht. Hier, wie sieht's hier aus? Da ist nichts drin. Der ist aus. Hatten wir hier noch was drin? Oxy, jetzt haben wir 17 von 25. Nein. Wir haben hier noch 41, ne? Ja, das ist noch 41 Eisenerz. Dann, Stapel teilen. Die 20 tun wir noch hier rein und aktivieren. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen, 8. So, wenn wir 8 haben, tun wir deaktivieren. Schauen wir mal. Weil wir müssen das jetzt ganz, ganz, ganz genau machen. Wir haben hier nichts übrig, als dass wir uns, jetzt irgendwie einen riesen Haufen machen könnten. Weil wir müssen immer weiter und weiter laufen, um an das Eisenerz und so zu kommen. Das ist das, was ich ja schon in den letzten Folgen gesagt habe, was mir tierisch auf den Wecker geht. Aber so ist es halt. So ist es halt. So, komm, 6. Jetzt kommt die 7, dann kommt die 8. Was ist das hier? Carbonfaser. Daraus machen wir, aus Carbonfaser machen wir Carbonfaser. Okay. So, lass aus. Die können wir nehmen. Jetzt
Können wir hier rüber, machen wir einen Biofuel Can. Bitte herstellen. Danke. So, kann ich den jetzt hier reinpacken, so. Recipe, jetzt hätte ich gerne hier... Erfordert ein Gefäß zur Aufnahme. Was für ein... Für dieses Rezept werden diese Gegenstände benötigt. Fasern. Baumharz. Okay, schon wieder Baumharz. Warum brauchen wir da jetzt schon wieder Baumharz? Haben wir noch vier hier. Oder ist hier noch mehr? Da ist noch mehr Baumharz. Aha. Okay, jetzt haben wir einen Kanister hier drin. Und bupp, jetzt ist der voll, ne? Oder? 100 von 100, gib mal her. Ich will nicht verschwenden. Canister for biofuel storage which can be filled at a composter. Der müsste ja jetzt voll sein, oder? Fill biofuel can. Ne, ist noch nicht voll. Okay. Jetzt würde er das da erzählen, ne? Da rein, darüber und dann, wo waren sie? Die hier? Ne, die. Wie muss denn da rein? Oder muss ich die hier hin tun? Nö. Aber ich glaube, ich verschwende das jetzt gerade alles, oder? Dieses Gerät wird automatisch hergestellt, wenn die entsprechenden Materialien hinzugefügt werden. Ja, haben wir ja hier. Der ist ja da grün, da müsste was drin sein, ne? Ah, guck mal da, so ganz klein bewegt sich das Grüne hier. Das geht da rein. Okay, das dauert also wohl. Müssen wir mal gucken, was brauchst du hierfür? Für alles brauchst du Baumharz, ne? Ja. Yep. Für alles brauchen wir Baumharz, also weißt du Bescheid. Guck, da geht ein klein bisschen, dann kannst du den rumwuseln lassen. Dann lassen wir ihn auch wuseln und wir gehen jetzt nochmal gerade nach dem Platin gucken, wenn wir uns wieder überall entleert haben hier. So, die Fackel hält noch ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir in der kleinen Hütte da Platin finden. In der kleinen Höhle. Oh, no man, no man. Dann hätten wir vielleicht endlich mal den Biofuel, weil den Biofuel Drill haben wir ja. Dann kommen wir vielleicht doch noch da hinten hin. Oh, das wäre ein Traum. Das wäre echt ein Traum. Aber du siehst, was das für ein Aufwand ist, ne? Du siehst es. So. Hier hinten muss die Höhle irgendwo sein. Ich meine, da war auch ein bisschen Platin drin. Da vorne ist sie doch. Da ist sie. Ja, sehr gut. Gib mal her. Nee, hier war kein Platin drin. Das ist Aluminium, ne? Das müsste Aluminium sein. Ja. Aluminium interessiert mich gerade nicht. I'm searching for Platin. So, sonst ist hier aber nichts drin. Na super. Das ist wieder geil. Wofür gibt es die Höhle dann? Weißt du? Können wir noch eine neue Fackel bauen? Herstellung. Fackel, Fasern und Stöcke. Okay. Also, raus hier. Auf dem Weg zur Dingens, zur großen Höhle. Noch ein bisschen sammeln hier. Sollte reichen. Für eine Fackel. Herstellen. Zwei Stück reichen. Dann müssen wir in die große Höhle, wenn hier kein Platin drin ist. In der großen war es auf jeden Fall, das wissen wir ja. So. Was? Sauerstoff geht weg. Echt jetzt? Okay, haben wir hier was? Oh Mann. Ja, da. Ja, damit. Kann man eigentlich auch mit rechts? Nein, mit rechts kann man nicht Feste schlagen. Schade. Wie du wieder nichts siehst hier, ey. Wie du wieder nichts siehst. Sehr schön. 50. Rein da. Weiter geht's. Wie er wieder da festhängt. Hallo? Hat's jemand eilig? So, rein hier. Wenn man es einmal weiß, dann ist gut, ne? Dann ist echt gut.
So, weiter geht's. Da, mal wieder in die Höhle. Jupp. Gegessen haben wir, getrunken haben wir, das sollte eigentlich alles reichen. Bis wir hier rauskommen. So. Hier hatten wir soweit alles abgegrabbelt, ne? Jo, das ist Aluminium. Wetten wir, jetzt finden wir hier kein Platin, nirgendwo. Weil wir das ja sammeln wollen, ne? In dem Moment, wo du Platin abbauen kannst, ist keins mehr hier. Haben wir überall nur noch Titan. Geht das? Kann ich abbauen. Okay, dann anmachen, hinschmeißen. Ja. Weiß zwar nicht, was sie damit sollen. Nur in der Luft am Rumfuchteln. Nur in der Luft am Rumfuchteln. Eigentlich wollte ich Aluminium. Das ist Gold. Da ist noch mehr Titan. Oder? Titan. Was ist da oben das? Platinerz. Sehr gut. Dann, ach Mann, ey. Schmeiß da hin. Gutes. So. Verarschen? Ich will mal springen, dass ich da dran komme. Dankeschön. Da oben. Ja, wohl ein Witz hier, ne? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Nein, du rutschst immer wieder hier in die Kante. Wir müssen irgendwie von andersrum dahin. Da kommst du auch nicht dran. So, einmal hier rum. Hier hin. Hock dich hin. Schmeiß die Fackel hin. Wir kommen nicht dran. Eieiei. Ah, super. Genau sowas habe ich mir gedacht. Genau sowas habe ich mir gedacht. Und jetzt hängst du wieder hier und kommst nicht ran. Wieder einmal drumrum. Oh Mann, ey. Was ein Blödsinn. Wie sonst noch irgendwo? Nein. Wenn hier nicht mehr Platin ist, dann können wir das Aluminium und so auch noch mitnehmen. Ich verstehe halt nicht, warum wir da nicht rankommen. Und hier nur durch die Gegend rutschen, weißt du? Guck, du kommst da nicht ran. Ich muss näher ran und dann, Dance Thunderclouds approaching. Okay, und dann rutsche ich halt direkt hinten runter. Das ist einfach nur dumm. Gib her. Danke. Da oben auch noch. So, da haben wir es doch. Kannst du mir geben. Schmeiß mal hier zum Aluminium. Wollte gerade sagen, das fände ich ein bisschen komisch, wenn wir mit einer Stahlspitzhacke kein Aluminium abbauen können. Gibt wenigstens Fett-EP. Ist halt nur ein bisschen dämlich zum Hacken hier immer, weil der nur in der Luft rumfuchtelt irgendwie. Aber okay. So, danke. Gib her. Dann hätten wir nämlich die Höhle hier gleich. Lol. Wir sehen hier die Blitze. Ja, nee, ist klar. Wehe. Wehe, die richtig fetten schlagen jetzt auch bei uns ein. Das ist nochmal Eisen. Wir haben Eisen vergessen. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Eisen können wir nicht liegen lassen. Irgendwo. Da oben ist nochmal was. Kupfer. Aber merkst du was? Guck mal, wie schnell wir die wegschlagen und irgendwie was da verbraucht.
Ja, das ist ein bisschen tricky hier mit den Felsen da rumzuhüpfen, muss ich sagen. Das nochmal. Kupfer. Okay. Du kommst da nicht dran. Weißt du? Du eierst immer an den Felsen hier rum. Ist keine Chance, da hinzukommen. Jetzt stehe ich wieder hier und fuchtel in der Luft rum. Und ja, ne? Weißt du was? Sammel ein. Scheiß auf das Kupfer erstmal. Wenn wir es brauchen, können wir es holen gehen. Ah, zum Teil echt. Grrr. Warum? Frage ich mich dann immer. Warum? Oder sonst noch irgendwas hier? Nein. Da auch nicht. Nope. Wie viel Platin haben wir jetzt? Wir haben Kupfer, wir haben Eisen, wir haben Aluminium jetzt 28, 61 Platin. Das sollte eigentlich reichen, als dass wir uns davon eine Spitzhacke machen könnten. Weißt du, wir haben gleich eine Platin-Spitzhacke und immer noch eine Steinaxt. Aber so ist das halt. So, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Raus hier und das bei richtig fettem Gewitter, obwohl das schon wieder vorbei. Das ist schon wieder vorbei. Können wir mal gucken, ob das gereicht hat. Das Biofuel halt, die Kanne voll zu machen oder ob das nicht gereicht hat. Das werden wir dann sehen. Kalt, schon wieder die Lungenkrankheit da. Sehr gut. Einmal F drücken, nehmen wir das ganze Gemüse mit hier einfach. So, wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr schön. Brennt wieder irgendwas? Nein. Wir müssen halt nur mitnehmen hier. Kann es sein, dass das Holz hier nachwächst? Oder habe ich nur vergessen, hier zum Beispiel den mitzunehmen? Hm. Interessant. Interessant. Und jetzt können wir direkt mal testen. Mit der 5 hier ist irgendwas kaputt gegangen. Nicht, dass ich wüsste, ne? Nein. Also, sobald man ein Steinhaus hat, kein Problem. Wunderbärchen, Wunderbärchen. So. Essen könnten wir gerade noch was. Das sieht nicht gut aus, da müssen wir bald auch wieder jagen. So. Da schmelze ich nichts ein. Hier schmelzen wir ein. Was kann ich hier reinschmeißen? Kupfer kann ich da reinschmeißen. Aluminium kann ich reinschmeißen. Platin kann ich reinschmeißen. Titan kann ich reinschmeißen. Kupfer, Eisen, veredeltes Gold. Okay. Carbonfaser, Titanblock zu Titanblock. Aktivieren. Schauen wir mal, was bei rauskommt. So, was sagt der hier? Ist der voll? Haha, im Leben nicht. So, gucken wir mal. Er braucht immer wie viele? 10? Jo, ich glaube, wir können noch jede Menge Fasern. Während der da rumwuselt und die einschmelzen, können wir noch Fasern sammeln gehen. Uff, sage ich dann nur. Uff. So, aber hinterher erstmal wieder schlauer, ne? Jetzt wissen wir zum Beispiel auch, dass wir von Anfang an hier einfach alles abwuseln können, weil wir es später eh brauchen. Eine Witzka. Die Stöcke können wir dann direkt wieder zu Baumharz verarbeiten. Also hier wird nichts verschwendet. Alles, aber wirklich alles wird restlos verbraucht. Und die Blümchen sind mir gerade egal. Wir brauchen Fasern. So. Sehr schön. Her damit, her damit, her damit. So. Kommst du her, kommst dran. 400 können wir jetzt mal wieder reinpacken. Gucken, ob das reicht. So, da. Fasern, Fasern. Das Ding ist vielleicht mal gerade halb voll, ne? Wir haben noch 42, gucken, ob das reicht. Was sagt der hier? Der hat Eisenbahn, der hat Kupferbahn. Aluminiumblock. Nice. 5. Also, ah, Beton. Ja, jetzt sind wir gerade beim Aluminiumblock, ne? Jo. Alles klar. Ja, das war Aluminium-Erz hier. Wie viel kostet das? 1.
Okay, 1 zu 1. Das ist gut. Warten wir jetzt eigentlich den, na, die stehen hier, Radar und Biofuel Drill, ne? Genau. Richtig. Da ist noch Epoxy, da sind auch noch ein paar Schrauben und so. Das kann dann... Wir tun das besser mal da unten hin, nicht, dass ich das übersehe oder so. Und dann, ne? You know what I mean. Trinken kann man gerade was. Den könnten wir jetzt mal... Warte, ist da noch was drin? Da ist jede Menge drin. Ich sage, den können wir aufnehmen. Woanders hinschmeißen. Dann gibt mir die Kohle. Wir könnten vielleicht noch eine Kiste bauen. Geht das? Natürlich nicht. Dafür fehlt Holz. Beste Entscheidung, die ich getroffen habe, ganz am Anfang hier die ganzen Haufen aufzustellen. So viel brauchst du gar nicht, aber was soll's. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, ne? Oder wie sagt man da immer? So, 9, den können wir jetzt auch mal auf Seite tun, weil wir sowieso, Alter, jetzt weißt du, zwischen Kisten und Bio, Biokompostern schlafen wir hier. Sehr schön. Aber es geht gerade nicht anders. Kiste schon wieder voll. Kiste schon wieder voll. Der Hammer. Was sagt er hier? Ah, jetzt ist es etwas über Hälfte voll. Aber ich befürchte, unser Baumharz wird nicht mehr reichen. Das können wir direkt neu machen. Ja, genau hier dran. Baumharz braucht Stöcke. Die haben wir gerade weggeräumt. Ich Experte. So, bitteschön. Hier, Maximum 29 können wir noch machen. Alter, das geht so schnell. Das geht so schnell. Oh, 43. Reicht das? Reicht das? Ich bin noch nicht so überzeugt, aber warten wir mal ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir jetzt alles zusammen, was wir brauchen. Wir haben hier die Biofuel Can, die ist bis oben hin voll. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, ja. Wir haben hier unser Radar, das nehmen wir mit. Wir haben, hallo? Warum darf ich das nicht mitnehmen hier? Das hier rausholen. Biofuel, geht auch nicht raus. Geil. Warum? Ja. Deploy. Fallen lassen, zerstören. Nee, wahrscheinlich ist es wieder irgendwie buggy. Wir können jetzt aber hier noch die Platinum-Pickaxe machen. Kann ich es hier so rumschieben? Hier rumschieben kann ich es. Ich kann es aber nicht rausnehmen. Das ist ja lustig. Ich will das jetzt nicht... Wenn ich das jetzt deploye, ne? Wehe, das ist dann weg. Hierhin. Hallo. Rüberbringen. Warum geht das nicht? Hier ist unsere Platinum-Pickaxe. Die nehmen wir jetzt mal, ja? So. Wie kriegen wir das jetzt hier raus? Kann ich das in die Leiste hier packen? Ach da, auf G, okay. Auf G, Biofuel Drill. Das kann ich nur auf G packen und nicht hier rein, okay. Dann, das Radar brauchen wir eh nicht, ne? Auf Biofuel Drill haben wir. Das ist hier hinten. Biofuel Drill hier. Okay, wir haben den nicht da, sondern hier. Aber die Biofuel Can. Das heißt, wir haben jetzt was zu trinken hier, ne? Wir können nochmal unseren Schlauch voll machen. Den machen wir voll. Wir nehmen uns hier was zu essen mit. Die drei, die noch da sind. Sekunde mal. So, und jetzt Dijon wir wieder los hinten zur Höhle. Denn wir wollen ja endlich mal schauen, ob wir das Ding jetzt aufbohren können. Und da wir den Weg sowohl schon bei Tag als auch bei Nacht gelaufen sind, habe ich das jetzt gerade rausgecuttet. Und wir machen mal hier weiter. So, jetzt müssen wir wieder suchen, wo wir waren. Wir mussten ja... Das ist irgendein Hirsch. Das ist kein Wolf. Wir müssen ja gucken. Wir mussten ja irgendwo hier an der Seite runter, ne? Hier ist übrigens nochmal Eisen. Könnten wir mal gerade gucken. Warte, 7. Schmeiß mal hin hier. Können wir mal unsere Latin-Pickaxe ausprobieren, ne? Die 133% Ertrag bringt. Okay, nicht viel mehr, aber die hat jetzt 120.000 Haltbarkeit. Ich hoffe, das stimmt. Lol, guck mal, wie die das weghaut. Das ist natürlich krass, ne? Also, du kriegst nicht viel mehr raus, aber es geht halt sowas von schneller. So, da ist nochmal Eisenerz. Das lassen wir jetzt alles mal, weil wir wollen gucken, wo wir hier drillen müssen, ne?
Wo müssen wir unseren Driller ansetzen? Hier hinten irgendwo. Hier war das Wasser, wo wir waren. Da hatte er ja gemeckert von wegen, es ist verschüttet, ne? Ich hoffe, wir finden das nochmal. Was hier an der Wand? Hier, nee, da hinten war es, okay. Also, ja, hüpft doch noch mehr. So. Ist hier Wasser? Nein. Schmeiß die mal dahin, dass wir ein bisschen was sehen. Und jetzt hätte ich gerne den hier oben hingesetzt. Wenn das so geht. Ja, wie? So. F drücken für Access. Biofuel rein da. Bitteschön. Aktivieren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mach das Ding auf. Wir müssen jetzt noch hier, ne? Es schwebt auf jeden Fall, wie man sieht, ne? Aber das ist ja egal. Wenn es so läuft, läuft es auch. Guck mal hier. Kohle. Coca-Cola. So, was passiert hier? 41%. Ah, guck mal, da links läuft es. 50% haben wir jetzt. Okay. Sehr schön. Na komm, dann mach auf. Das solltest du locker schaffen. Portable Heavy Duty Boring Rig powered by Biofuel. Na, ob das so Heavy Duty ist, ich weiß nicht. Das sieht mehr aus wie spartanisch zusammengeschustert. Wenn da oben ist, ne? Ja, hier ist alles eingeschürzt. Was ist das? Hüpfer. Ganz balden. Okay. Okay. So. You cleared it. Nice work. Nice Time work. To get the hell out of the underground. Oh yeah. Wir müssen raus hier. Auf geht's in die Wüste. Hier ist voll viel Kohle und Eisenerz und so. Also, wenn wir Eisenerz brauchen, dann wissen wir, wo wir hin müssen, ne? Problem ist halt nur wieder, wie gesagt, ja. Irgendwie fehlt mir hier... Wir sind in der Wüste. Fehlt mir hier ein Item oder ein Fahrzeug. There it is. The aftermath of our attempt to cool this planet down to something livable. Geil. Guess the joke's on us. Get yourself to the scanning zone. And scanning keep your eyes zone. Open. You're off the edge of the map out here. Da oben... Uff. Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen, ne? Hier. Guck mal, wie viel der da weghaut. Krass. Ah, sowas gefällt mir. Da hinten kommt wieder kein Mensch ran, ne? Das ist wieder klar. Das Einzige, was wir vergessen haben. Flup, flup. Luft. 3, 9, 4. Jetzt sag mir mal, wo wir hin müssten. Da oben. Da oben. Ja, komm, wir gucken noch ein bisschen hier, was hier so los ist, ne? Wahrscheinlich werden wir hier übelst, ich kann nicht mehr haben. Gucken wir mal, was das ist. Was haben wir hier so rumliegen, wenn ich fragen darf? Siliziumoxid, okay. Das ist für Luft, das nehmen wir mal mit, weil das brauchen wir ganz dringend. So. Wallet mitnehmen. Machen sie. Haben wir hier vielleicht auch noch, oh, sieht das geil aus. Nice, ne? Richtig nice. So, machen wir mal einen Screenshot. Schwuppdiwupp. Müssten wir hinweisen, guck mal, da sind schneebedeckte Berge und hier Wüste, ne? Schon ein bisschen komisch. Der Weg ist natürlich elendig lang, ne? Der ist elendig lang bis da oben hin. Das ist der Hammer. Hallo, Antilope. Okay, die haut auch ab. Hm. Gut zu wissen, wenigstens gibt es hier überall Oxid. Das ist ja schon mal was, ne? Müssen wir da lang oder da lang?
Niemand weiß es. Oh, guck mal. Guck mal. Ist das hier etwa eine Oase? Ist das eine Oase? Wow. Es ist zumindest ein Fluss. Es ist zumindest ein Fluss. Ich hoffe, wir kriegen hier keinen Sandsturm oder so. Kommt da irgend so ein fettes Krokodil raus und frisst uns. Das sieht aus wie eine Hyäne, die da schwimmt. So ungefähr dahin müssten wir. Yep, eine Hyäne. Tschüss. Ja. So. Wölfe hier? Hier? Ich weiß ja nicht. Naja. Okay. Uff, 1, 2, 3, das ist noch verdammt weit. Das ist noch verdammt weit. So, ich hab dir das mal wieder erspart. Wir mussten nur quer durch die Wüste latschen. Nichts passiert außer einem Sandsturm, vor dem ich mich in der Höhle verstecken musste. Ansonsten nischt. Absolut nischt hier. Ja? Bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwas scannen müssen oder so, weil wir sind ja hier in der Scan-Zone. Schauen, was hier passiert. Ne? Und dann sehen wir mal, ob wir das dann abgeschlossen haben. Einzigste Doofe jetzt ist natürlich, weil wir uns in der Höhle verstecken mussten, haben wir wieder schön diese Lungenkrankheit. Das heißt, kaum Ausdauer. Ne? You made it to the scanning zone. The radar does the work. All you gotta do is keep it safe. Shouldn't be too hard. Ja, genau. Vor allem, weil du nur eine Sache mitnehmen kannst. Ne? Wir durften das Radar ja eben nicht mitnehmen. Ne? Das heißt, ich latsche jetzt wieder hier unten hin, hol mein Radar und latsche wieder hier hoch. Nein. Einfach nur nein. So, danach sollen wir ja eh wieder ins Dropship. Ne? Das heißt, dann wäre die Aufgabe hier erfüllt, würde ich sagen. Ne? Dann bin ich jetzt einfach mal so frei und sage, ja, Beta-Wochenende 5 haben wir durchgespielt. Wir laufen jetzt nicht nochmal um und setzen das Radar hier hin, ja. Irgendwie, vielleicht habe ich auch was verkehrt gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall laufen wir jetzt nicht nochmal um und alles wieder hier hin, nur für ein Radar, ja. Das machen wir nicht. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ansonsten wie immer, ciao mit V. Bis zum nächsten Beta-Wochenende. Euer Ede.